Servus, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Plug and Play News. Tja, am 14. November, da ist das neue Fallout 76 erschienen für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Und am 14. November, da gab es dann eben auch einen großen Day-One-Patch. Da wurden eben viele Fehler noch beseitigt, ja, die auch während der Beta-Phase noch aufgetreten sind oder den, ja, Spielern aufgefallen sind, die das dann weitergemeldet haben an die Entwickler. Das ist nichts Überraschendes, das ist auch nichts Neues. Die One-Patches gibt es immer wieder bei größeren Titeln, aber das Ding bei Fallout 76 ist, dass PlayStation 4-User mussten ein Update herunterladen, das knapp 51 GB groß ist. Ja, zum Vergleich, das Spiel selber benötigt 45 GB auf der Festplatte. Also das ist schon extrem. Also man hat quasi das Spiel zweimal herunterladen müssen und da muss man sich dann halt irgendwann doch die Frage stellen. Ist das richtig so? Ja, also nichts gegen die One-Patches, die können auch von mir aus mal ein paar Gigabyte groß sein, wenn wirklich viel geändert werden muss, aber dass man quasi das Spiel doppelt herunterladen muss, ja, vor allem für Leute super ärgerlich, die nicht so eine schnelle Internetleitung haben, das muss nicht sein. Ja, übrigens, das Update fiel auch auf der Xbox nicht gerade klein aus, aber war weitaus, ja, dezenter als auf der PlayStation 4. Und wir bleiben gleich direkt bei der PlayStation 4, denn da gab es auch eine große Ankündigung diese Woche, nämlich PlayerUnknown's Battlegrounds, kurz PUBG. Das erscheint nun auch endlich für die PlayStation 4. Ja, Zeit wurde es, ja, das Ganze hat begonnen am PC. Dann gab es eine Xbox One-Version, die ja nicht ganz so toll lief. Dann kam das der große Mobile-Ableger für die Smartphones. Ja, das läuft auch ganz solide. Und jetzt gibt es endlich auch PUBG für die PlayStation 4. Genauer gesagt, am 7. Dezember ist es soweit. Dann erscheint eben PUBG. Das kann auch schon ab sofort im PlayStation Store erworben werden. Und da gibt es auch verschiedene Bundles. Ja. Also Bundles in dem Fall gibt es unter anderem ja so Special Editions mit diversen Outfits und so weiter und so fort. Also man kennt das unter anderem. Gibt es für Vorbesteller eben ein Nathan Drake Outfit aus Uncharted, so wie Leas Rucksack aus The Last of Us. Ganz nette Geschichte. PlayStation 4 Pro-Spieler dürfen sich darüber hinaus über schicke HDR-Effekte freuen. Klar, weil die PlayStation 4 Pro auch ein bisschen mehr Performance hat. Übrigens enthält die PlayStation 4-Version die drei bisherigen Karten und natürlich auch alle wichtigen Features wie Ranked System, Event Mode, Achievements und so weiter und so fort. Ja, sehr nette Geschichte. Und von, ja, PUBG geht es zu Warcraft 3 Reforged. Das wurde ja, ja angekündigt auf der BlizzCon, quasi Warcraft 3 in HD-Neuauflage. Und bisher war ja nur bekannt, dass das Spiel irgendwann nächstes Jahr erscheint. Aber eine Frage blieb natürlich irgendwie so ein bisschen offen, nämlich wann ist denn, ja, gibt es irgendeine Beta, gibt es eine Alpha? Und tatsächlich hat jetzt ein Producer von Blizzard in Interview mit dem YouTube-Kanal Back to Warcraft zumindest einmal angekündigt, dass es eine Beta geben wird, ja, von Warcraft 3 Reforged. Die wird im Frühling 2019 starten und das Ganze wird auch wieder so ein bisschen phasenweise losgehen, ja. Also sprich, werden mehr oder weniger wieder Leute eingeladen, ja. Und da werden auch immer mehr Leute reingeholt in diese Beta, damit man dann auch irgendwann mal einen Stresstest durchführen kann. Ja, wie man da jetzt schlussendlich reinkommt, habe ich jetzt auch nicht so wirklich rausgelesen. Ja, also vielleicht werden Vorbesteller ein bisschen bevorzugt, wobei normalerweise bei Blizzard funktioniert das nicht so. Da, ja, bekommt man einfach, wird einfach der Account freigeschalten und dann kann man auch die Beta direkt loszocken. So, und die letzte News des heutigen Tages, da geht es um THQ Nordic. Und THQ Nordic, das ist ein Publisher, der hat sich jetzt so in den letzten Jahren, ja, echt hochgemausert. Die haben sich nämlich ein Entwicklerteam nach den anderen geschnappt, haben sich viele Lizenzen geholt. Unter anderem bringen die jetzt dann bald Darksiders 3 auf den Markt. Ja, holen sich halt irgendwie all die Spiele, die so ein bisschen in den letzten Jahren untergegangen sind, aber trotzdem wirklich gut waren oder gut sind. Und jetzt hat sich THQ Nordic ein weiteres Entwicklerteam geschnappt, nämlich Bugbear. Und die kennt man, denn die waren unter anderem oder sind verantwortlich für das, ja, ich würde schon fast sagen, für das Nischenrennspiel Wreckfest. Ja, sehr, sehr beliebt, ja, diese Demolition Derby-Renntitel. Und ja, da, die haben sie sich halt jetzt geschnappt.
wird auf jeden Fall, bin da schon ein bisschen gespannt, was da jetzt kommt. Also ich gehe mal einfach stark davon aus, dass die natürlich irgendwann dann mal ein neues Wreckfest rausbringen, was mich sehr freuen würde, weil ich mag diese ganzen Demolition-Derby-Rennspiele extrem und davon gibt es halt auch nicht viele. Und die, die es teilweise gab, die waren auch nicht immer so toll. Also finde ich das schon mal eine sehr coole Geschichte. Ja, liebe Leute, das war's mit dem Plug-and-Play-News für diese Woche. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben, unseren YouTube-Channel abonnieren, hier natürlich auch die Glocke nicht vergessen, damit ihr immer informiert werdet, wenn ein neues Video online geht. Danke Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ram first. Die last.